Hallo ihr da draußen, hier spricht der Callcenter Crusher. Heute mal wieder eine Sammlung kurzer und kürzester Anrufe für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hello, good afternoon, name is speaking Mr. Carl. Hallo? Wer ist da? Mr. Carl, my name is Jonathan. I'm calling you from GMA Pros Company. You understand English? Hallo, welche Sprache sprechen Sie? Hello, Mr. Carl. Do you understand me? Hallo, wer ist da? Welche Sprache sprechen Sie? Mr. Carl, my name is Jonathan. Ich rufe Sie von der Firma GMA Pros an. So, Sie haben sich für den Onlinehandel angemeldet, ja? Ah, jetzt verstehe ich Sie. Sie haben vorher kein Deutsch gesprochen, richtig? So, meine Deutsch ist nicht so gut. So, meine Muttersprache ist Englisch. Also werde ich mein Bestes geben. So, haben Sie sich für ein Onlinehandelskonto angemeldet, ja? Das ist wahr, ja. Okay, so. Ich bin Ihr Account Manager. Und meine Aufgabe ist es, Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos zu helfen. Okay? Ja. Von welcher Firma sind Sie denn? Das habe ich nicht verstanden. I'm calling you from London. So, ich rufe Sie von der Firma GMA Pros an. Wegen des Online-Trading-Bitcoin-Kontos, für das Sie sich angemeldet haben. Okay? Welche Firma? Das sagt mir gar nichts. Firma GMA Pros. From London. Ja, aber okay. Der Firmenname sagt mir nichts. Also ich wüsste nicht, dass ich mich bei GMA Ihnen angemeldet habe. Ja, so GMA Pros. GMA Pros ist die Firma, that is providing you services of the software. So, ich spreche kein Englisch. Sprechen Sie bitte Deutsch mit mir. I know. Okay. So, wir stellen Ihnen also Services der vollautomatischen Software zur Verfügung. Die alles für Sie erledigt, okay? Die alles was? So, wir stellen Ihnen also Services der vollautomatischen Software zur Verfügung. Zur Verfügung? Was heißt Verfügung? Ja. Trading, Sir. Aber was heißt Verfügung? Verfügung. Verfügung. Verfügung, Entschuldigung. Okay, so meine Deutsch ist nicht sehr gut. Okay? Ja, das merke ich, ja. Okay, so außerdem haben Sie einen personalischen Makler, der Ihnen hilft und Sie unterstützt. Was ist ein personalischer Makler? Makler, ja, personalischen Makler. Broker. It's a broker. Ein persönlicher, okay. Nicht ein personalischer. Ja. Ihr Deutsch ist wirklich grottenschlecht. Sorry. So, ist Finanzexpert und spricht Ihre Sprache. So, Makler spricht Deutsch. So, ja, wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, nachdem wir die Aktivierung Ihres Kontos abgeschlossen haben. Okay? Ja, gut. So meine Arbeit ist Aktivierung auf deine Konto. Nee, nicht deine. Wir sind nicht per Du. Auf Ihre Konto. Okay. Danke. So, um Ihre Kontoinformationen zu vervollständigen, sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Ich bin knapp 70. 70? Ja. Okay. Und was ist dein Beruf, deine Arbeit? Ihre Beruf, Ihre Arbeit. Ihre Arbeit. Entschuldigen. Ja. Ich bin Rentner. Ist es possible in Englisch? Nein, ich spreche kein Englisch. Okay, danke. Vielleicht suchen Sie dann jemanden, der Deutsch spricht, weil das hat ja so keinen Sinn, wenn Sie kein Deutsch sprechen. Entschuldigen, aber meine Aufgabe ist Aktivierung. Ja, okay. Aber das kann doch wohl schlecht funktionieren, wenn Sie gar kein Deutsch sprechen. Sie können kein Deutsch verstehen. Okay, so. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Ja, ich möchte erstmal was über Ihre Firma wissen.
Wie hieß die Firma noch? Können Sie das mal buchstabieren, bitte? Entschuldigen, meine Deutsch ist not. Ja, eben, deswegen suchen Sie doch mal jemanden, der Deutsch spricht. Okay, so Mr. Karl, meine Kollege spricht Deutsch, okay? Ja. Okay, so, einen Moment. She will call you soon. So, sie wird dich bald anrufen. Ja, so sie wird die bald anrufen, okay? Okay. Alles klar. Okay, danke. Danke schön. Auf Wiedersehen. Jo. Hallo? Ja, hallihallo. Einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Losmann? Ja, wer ist da? Hier spricht Emil Jansen von der Unternehmer 24 Profit Market. Wir sind ein lizenziertes Unternehmer, welches sucht und verfolgt. Alle die Leute da sind schon aktiv an die Online-Börse oder die Finanzmarkt. An unseren letzten Informationen steht, dass Sie haben schon auch Aktivitäten an der Online-Börse. Aktivitäten? Was sind denn das? Aktivitäten, also dass Sie Erfahrungen haben, bitte. Ja, das ist richtig. Und wie besteht ganz genau Ihre Erfahrung, wenn ich mal fragen darf? Ja, das sie besteht im Prinzip. Ich habe schon mit Aktien gehandelt. Mit Aktien? Sie machen das selber? Natürlich. Okay. Und möchte ich mal gerne wissen, also haben Sie bis jetzt nicht gearbeitet mit jemandem, das hat Ihnen Beispiel angerufen und hat Ihnen etwas da gezeigt? Apropos Anruf, das ist ein gutes Stichwort. Wo sitzt Ihre Firma denn? Also, erstmal, ich habe Sie etwas gefragt, oder? Ja, und aber ich habe, wie gesagt... Können Sie nicht ganz freundlich da beantworten und dann beantworte ich auch vielleicht die Frage weiter dann. Ja gut, also ich habe selber gemacht, wie gesagt. Ich habe Sie etwas ganz anderes gefragt. So, dann wiederholen Sie doch mal. Es ist kein Problem, ich schaue mal, dass ich verschwinde nur den Zeit mit Ihnen. Wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch. Ah, ein Scammer, okay. Ja, sehr schön, ein Scammer, eine Betrügerfirma. Sehr schön. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Paul Rüdiger. Ja, wer ist da bitte? Ja, am Telefon spricht Ihr Berater, Leonardo Sanchez. Ist alles gut bei Ihnen? Ja, mein Berater? Für was? Genau, ja. Für Krypto, Bitcoin. Das ach so, darum geht's. Auf unserer Webseite, ja. Ja, ich habe mich auf mehreren Seiten angemeldet. Deswegen frage ja, ich das. Ja, alle Webseiten sind von uns. Bitte? Alle Webseiten über Krypto sind bei uns. Ach, Sie sind der einzige weltweit, der ja mit Kryptos handelt? Ja, genau. Ach, wusste ich gar nicht. Ich denke, es gibt eine ganze Menge verschiedene Kryptobörsen und Webseiten, die mit Kryptos handeln. Ja, aber trotzdem, diese Informationswebseiten, auf denen Sie angemeldet haben, sind unsere. Ja, gut. Wir sind Monopol in diesem Bereich. Ah, ach, Sie sind Monopolist. Alles klar, okay. Dann sagen Sie mir nochmal Ihre Webseite. Ich habe mich ja, wie gesagt, auf verschiedenen Seiten angemeldet. Auf welche zum Beispiel? Wie viele Webseiten haben Sie angemeldet? Ja, verschiedene. Verschiedene. Sagen Sie mir doch einfach mal Ihre Webseite. Bitcoin.de. Haben Sie geschaut? Das ist Ihre Webseite. Bitindex.ai zum Beispiel. Haben Sie geschaut? Langsam. Also jetzt mal langsam. Ihre Plattform, die möchte ich gerne wissen, damit ich auf Ihre Webseite schauen kann. Dextrade.com. Aha. Dextrade. Also nichts mit Bitcoin. Ja. Dex, Trade und weiter? .com. Okay. .com. Okay, das ist jetzt Ihre Webseite. Genau. Okay, gut, okay. Dann können Sie jetzt über Ihre Firma ein bisschen was erzählen. Wollen Sie erzählen oder ich? Nein, Sie sollen mir was über Ihre Firma erzählen. Ich kann ja wohl nichts über Ihre Firma erzählen. Ja, genau. Wir bieten Ihnen richtige Investitionen an mit gutem Profit. Minimaler Betrag ist 250 Euro. Wie Sie vielleicht wissen. Ja. Wenn Sie Geld investieren, dann bekommen Sie auch Gewinn.
Okay, und das sind jetzt alle Angaben, die Sie machen können über Ihre Firma? Nicht alle, sondern Sie haben auch zwei Anmeldungen gemacht. Hier ist geschrieben, dass Sie eine falsche Person sind. Und mit der ist es besser, kein Business zu führen. Bitte? Sie haben zwei Namen. Ludger Lossmann und Paul Rüdiger. Ja, und? Dann habe ich ja genau die richtigen erwischt. Eine Betrüger-Webseite. Sehr schön. Schön, dass Sie mich angerufen haben. Dann ist ja jetzt schon mal wieder klar, dass Sie eine Betrüger-Webseite sind. Und können Sie das beweisen? Ja, natürlich. Auf keinen Fall. Keine Betrüger. Natürlich. Keine Betrüger. Natürlich kann ich das beweisen. Wie lange existiert Ihre Webseite schon? 7 Jahre. 7 Jahre. Gut. Das sehe ich anders. Aber okay, wo sind Sie denn registriert und reguliert? Was meinen Sie? Welche Stadt oder welches Land? Nein, bei der Regulierungsbehörde. Aus welchem Land rufen Sie denn an? Von der Schweiz, Genf. Von der Schweiz, okay. Und wo sind Sie dann reguliert als Firma? Auch in der Schweiz. Auch in der Schweiz. Und wie heißt die Schweizer Firma für die Regulierung? Wer macht die Regulierung in der Schweiz? Das macht die Schweizer Regierung. Ja, nee, das macht nicht die Regierung. Dann sagen Sie mir doch mal, über wen Sie in der Schweiz reguliert werden. Bevor Sie keine Investition tätigen, werde ich gar nichts erzählen. Ja, das kenne ich schon nicht. Sie wissen nicht mal, wie in der Schweiz reguliert wird. Sie sind ein lustiges Kerlchen. Sie wissen überhaupt nichts. Sie auch, danke. Sie wissen überhaupt nichts. Sie sind ein ganz schön dummer Scammer. Sie auch. Nee, ich bin kein Scammer. Ich bin nur ein ganz normaler YouTuber. Sie sind ein Scammer, das ist schon klar. Wie heißt denn die Schweizer Finanzmarktaufsicht? Sind Sie YouTuber, haben Sie gesagt? Ja, natürlich. Ich habe euch schon öfter dran gehabt. Sie wissen ja noch nicht mal... YouTuber? Ja, genau. Ich werde dieses... Das geht Sie gar nicht so. Das werden Sie schon finden. Sie sind ja so ein schlaues Köpfchen. Okay. Wie heißt Ihre Webseite? Die Webseite der Regulanz, der Finanzbehörde in der Schweiz, wollen Sie wissen? Nein, wie heißt Ihre Kanäle im YouTube? Oh, das werden Sie schon finden. Sie müssen nur suchen. Ah, suchen. Okay. Genau. Okay, wenn ich das finde, rufe ich nochmals. Okay, wenn Sie dritte Anmeldung haben, oder? Ja, ach, wir hören uns bestimmt gut. Noch ciao. Ganz, ganz oft. Okay, ciao. Danke. Sie, tschüss, Betrüger. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Dino Lorenz am Apparat. Sprechen wir mit Herr Jochen Steigeisen. Ja, das ist richtig. Ich grüße Sie, Herr Steigeisen. Dino Lorenz im Apparat von Unternehmen Markets One. Bezüglich der Registrierung, dass wir von unserer Werbung bei Oil Profit registriert haben. Ist das richtig so weiter, Steigeisen? Ja, das kann durchaus sein, ja. Wie war der Firmenname oder die Webseite? Markets One. Sie haben sich bezüglich bei unserer Werbung bei Oil Profit registriert. Sie haben Interesse gezeigt, online zu handeln, Kryptowährung, und deswegen bin ich in der Leitung, mit Ihnen das Handelskonto zu aktivieren und Sie mit Ihrem dedizierten Broker zu Ja, verbinden. Also nochmal, Markets One, Markets ja. O-N-E, oder wie? Markets O-N-E, ganz genau. Und dann, und wie geht's weiter? Und wie gesagt, ich bin hier, Hallo. Zu helfen, Ihr Handelskonto... Die ganze Domain höre. Bitte, .de, .com. .com. Ah ja, das hatten Sie noch nicht gesagt. So, kann ich weitermachen? Ja, natürlich. Super. So, wie gesagt, ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren und Sie mit Ihrem dedizierten Broker zu verbinden. Bevor wir Konto aktivieren, muss ich Ihnen eigene Fragen stellen, um Ihnen bei der Auswahl des besten Kontos für Sie auszuwählen. Bitte bestätigen Sie mir bitte erstmal, ob das die richtige E-Mail-Adresse ist, johann.steigeisen@fucaro.com. Ja, das ist richtig. Und vollständiger Name ist Johann Steigeisen? Ja. Und wegen der Verifizierung, sagen Sie mir bitte, welches Geburtsjahr sind Sie? 1900? Wieso müssen Sie das wissen? Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bei...
Ich muss ja noch gar nicht, ich will ja vielleicht noch gar nicht verifiziert werden. Ich weiß doch gar nicht, ich weiß ja noch gar nicht über Ihre. Bei uns registriert? Wenn Sie mich ausreden lassen würden. Ich weiß ja noch gar nicht, bei wem, mit wem ich, mit, ob ich mit Ihrer Firma zusammenarbeiten will. Wieso haben Sie sich bei unserer Werbung bei Profit registriert? Weil ich da gar nicht gesagt wurde, bei welcher Firma ich lande. Ich wünsche noch einen schönen Tag, ciao. Ja, ein Scammer also. Ja, bitte. Ja, guten Tag. Sprech mit dem Werner Römer. Ja, das ist richtig. Genau, hier der Markus am Apparat. Markus Mehlert, Account Manager für Trading Plattform. Geht eigentlich um Folgendes. Sie haben sich vor 12 Tagen eine Anfrage geschickt, um ein Handelskonto zu aktivieren. Und ich rufe Sie an und frage, wie es damit aussieht. Ob Sie es wollen, nicht wollen oder noch mal überlegen Sie. Ich, ja, bis jetzt, ja, ich bin da ja nicht so richtig weitergekommen, weil ich habe ja, für welche Trading-Plattform, das sagten Sie gar nicht? Ich kann nur sagen, woher wir diese Information bekommen haben. Die Information haben wir von Bitcoin Supersplit bekommen. Nein, nein, ja, ich möchte ja nicht wissen, ich möchte Ihre Plattform wissen, Ihre Trading-Plattform. Unsere? Ja, IP, natürlich. IP Capital Limited. IP... So die Capital Limited. Ja gut, dann gebe ich das mal ein. Capital Limited. Ja. Dead. Und dann .de oder .com? .com. Mhm. Gut. So, das ist Ihre Webseite, okay. Gut, ja, dann erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was über Ihre Webseite und über Ihre Firma. Also ich kann nur über die Arbeit erzählen, über die, welche wir machen als Account Manager. Ein Kunde gibt eine Anfrage. Die Anfrage kommt zu uns, über beispielsweise wie bei Ihnen Bitcoin Supersplit. Wir rufen den Kunden an, der Kunde macht bei uns ein Handelskonto auf, beispielsweise mit 250, 500.000, je nachdem, mit wie viel er traden will. Macht einen Screenshot, dass die Überweisung beispielsweise erfolgreich verlaufen ist. Danach hinterlässt er ein paar Daten, wie beispielsweise Alter, Schulden, Erwartungen vom Traden. Das schicken wir dann den Finanzberater und der Finanzberater meldet sich bei dem Kunden im Laufe von 1 bis 2 Tagen weiter, also zurück. Und wird mit ihm den Handelsplan, Finanzplan ausarbeiten und traden und eröffnet dann das Konto. Ja, aber bevor ich da irgendwas überweise, möchte ich ja erstmal was über die Firma wissen. Ja, über die Firma kann ich ja wenig was sagen. Ich bin ja nur der Account Manager. Ja, dann, wenn Sie nichts über die Firma sagen können, dann wird das mit Sicherheit nichts. Sie müssen mir ja sagen können, wo sitzt Ihre Firma? Und als die Firma sitzt in London. In London, okay. Genau. Und als Finanzdienstleister, haben Sie in Deutschland auch Filialen? Nee, ne? Deutschland auch, ja. Deutschland ist es auch da. Ah ja, das heißt, dann sind Sie über Deutschland auch reguliert wahrscheinlich, ne? Genau. Okay, und bei wem sind Sie dann reguliert? Das kann ich mir jetzt auf Anhieb nicht sagen. Ich bin, wie gesagt, nur der Account Manager. Ja, gut. Meine Aufgabe, Herr Brümmer, ist es nur eine Anfrage zu bearbeiten, die zu aktivieren und das dann weiter an den Finanzberater zu leiten. Weitere Infos, wo es ist, was es ist und so weiter, damit beschäftige ich mich ja nicht. Ja gut, dann sagen wir jetzt mal so, ich bin auch so ein kleines Rädchen im System, deswegen. Ja gut, das mag ja durchaus sein, aber für mich als Investor ist erstmal wichtig, wo Ihre Firma sitzt, wie alt Ihre Firma ist und zum Beispiel auch, wo Sie reguliert sind. Und wenn Sie mir das nicht beantworten können, dann können Sie mich ja mit jemandem verbinden, der das beantworten kann. Na, ich kann Sie beispielsweise an weiteren Kollegen weitersenden, wenn Sie wollen. Ja, wenn der mir... Ja, weil ich arbeite hier nicht so lange so. Ja, aber wenn der mir das beantworten kann, können Sie mich an den ja weiterleiten. Okay, mache ich dann. Hallo? Ja. Ah, Sie sind noch da. Natürlich. Nee, ich dachte, Sie haben schon aufgelegt und so weiter. Nö. Naja, ich muss irgendwas einfach nur in diesem Steckbrief, beziehungsweise Ihren Steckbrief reinschreiben, damit ich auch weiterleiten kann. Es ist ja nicht so, dass ich gerade jemanden zu mir rufen kann und sagen, ey, erklär ihm mal.
Ja, gut. Dann Powerback, no interest, wrong info, irgendwas. Ja, habe ich doch gesagt, was ich an Info haben möchte. Nee, ich muss ja etwas in den Steckbrief eintragen. Ja, dann schreiben Sie es doch rein. Ja, schreibe ich einfach nur kein Interesse. So. Wie kein Interesse? Das stimmt doch nicht. Na, ich habe Sie ja gefragt, was ich da reintragen soll. Ja, das habe ich Ihnen doch gesagt. Wer Ihre Firma ist, wie lange Sie am Markt sind, wo Sie reguliert sind. Das sind die Sachen, die mich interessieren. Ich frage mal gleich den Kollegen, ob er Ihnen vielleicht ausführlicher erzählen kann. Warten Sie kurz. Ja. Hallo? Hallo? Guten Abend. Ich Guten Abend. Ich frage mich gerade mit Sigmund Wattensnack. Ja, mit wem spreche ich bitte? Gut, ich heiße Laura Müller und ich vertrete das Projekt von automatisierter Handel auf dem Finanzmarkt. Ah ja, und welches Projekt? Das geht um automatisierter Handel im Finanzmarkt. Ja, und welches Projekt vertreten Sie jetzt? Ja, dieses Projekt heißt die Bitcoin Bank. Die heißt Bitcoin Bank, das Projekt, okay. Ganz genau, ja. Also, Sie haben im Internet unsere Werbung geschaut und dann haben Sie Ihr Kontaktdaten hinterlassen. Korrekt? Ja, das kann durchaus sein, ja. Gut, ich bin hier, um Ihnen alles gerne zu erzählen, wie es funktioniert bei uns. Und dann können wir Ihr Handelskonto aktivieren. Ja gut, dann erzählen Sie mal. Bitte? Dann erzählen Sie mal. Gut, also sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung im solchen Bereich? Im Zuhören habe ich Erfahrung, ja. Oder was meinen Sie ja, jetzt? Haben Sie früher mit Kryptowährungen oder mit Aktionen gearbeitet? Mit was? Mit Kryptowährungen oder mit Aktionen. Aktionen? Was sind denn Aktionen? Hallo?